Drei Morde innerhalb von 2 Wochen in Wien, alle mittlerweile unmittelbar danach aufgeklärt. Anlass genug für das Landeskriminalamt Wien am Mittwoch über die Ermittlungserfolge zu berichten. Vielleicht werden sich einige von Ihnen fragen, wieso wir über die Klärung von 3 Mordfällen berichten können. Und ich darf also jetzt mal mit dem ersten Fall beginnen, und zwar mit den Morden im 9. Bezirk in der Alternstraße. Das Landeskriminalamt Wien ist zunächst einmal am 23. Juli verständigt worden, dass in einem Hotel eine männliche Leiche aufgefunden wurde, der offenbar also hier schwerste Kopfverletzungen aufgewiesen hat. Und das war also dann im Zuge auch der ersten Ermittlungen auch sehr rasch klar, dass es sich hier um ein Fremdverschulden handeln muss. Noch am selben Tag wurde, wie bereits bekannt, ein 33-jähriger Tscheche festgenommen, der im Verdacht stand, seinen 29-jährigen slowakischen Arbeitskollegen getötet zu haben. Beide Männer waren bei einer Baufirma beschäftigt. Als Motiv gab der Tscheche an, er hätte sich bedroht gefühlt von seinem jüngeren Arbeitskollegen. Eine Woche zuvor gab es im selben Hotel einen bedenklichen Todesfall, einen Fenstersturz, wie Oberst Winkler erklärte. Der also eben in der anfänglichen Ermittlung noch nicht so als Fremdverschulden qualifiziert wurde. Aber natürlich, wie wir mit den Ermittlungen in diesem einen Mordfall begonnen haben, war uns klar, also so viele Zufälle kann es nicht geben, dass in einem Tatort mehr oder weniger in unmittelbarer zeitlichen Abstand 2 Todesfälle gegeben hat. Und so haben wir natürlich unsere Ermittlungen auch in diese Richtung dann geführt, dass der Tatverdächtige eben auch für diesen 2. Todesfall verantwortlich ist. Es hat aus der parallel dazu auch schon entsprechende Ermittlungen der slowakischen Behörden gegeben, weil beide Mordopfer slowakische Staatsangehörige waren. Ein Überwachungsvideo zeigte das Eindringen des Tschechen in das Hotelzimmer. Der Tatverdächtigte legte schließlich auch ein Geständnis im ersten Fall im vermeintlichen Fenstersturz ab. Er hätte sich auch von diesem 44-jährigen Kollegen bedroht gefühlt und im Rahmen eines gewalttätigen Gesprächs sei es zu der Tat gekommen. Und das erklärt sich auch dadurch, dass wir dann, wie wir den Fenstersturz untersucht haben, auch da keinerlei Fremdeinwirkung feststellbar war, weil eben das Opfer keine Abwehrhandlungen mehr setzen konnte oder keinen Kampf durchführen konnte, weil er eben durch diese massiven Schläge des Täters sofort bewusstlos war. Der dritte Mordfall, den das LKA Wien aufklären konnte, betraf einen Femizid in Wien-Meidling, bei dem eine 29-jährige Afghanin mutmaßlich von ihrem Partner getötet worden war.